Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich etwas Weihnachtsdeko basteln. Ihr braucht dazu einen kleinen Holzschlitten, die gibt es bei Kick oder Teddy, auch eigentlich überall. Dann irgendeine Figur zum Draufstellen. Ich habe diesen zuckersüßen Schneemann, den habe ich von Teddy. Und ein Draht. Ich habe hier einen Eisendraht, 1 mm Durchmesser. Ihr könnt aber auch irgendeinen Basteldraht nehmen. Dann noch solche Pompons. Und ein bisschen Deko, was ihr an den Schlitten kleben könnt. Nähseide. Eine Lichterkette. Ich habe eine genommen mit Timer und die hat 10 LEDs. Batterien. Und entweder Watte. Oder so eine süße, puschelige Federboa. Mal schauen, was besser aussieht. Und Zangen. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Ich habe jetzt hier etwas Draht abgemacht. Den habe ich so gedreht, damit er etwas stabiler wird. Und hier ergibt sich dann so eine Schlaufe. Die biegt ihr einfach rüber und dann könnt ihr den Draht hier an der Seite festkleben. Die Figur muss ja da drunter passen, also müsst ihr einen gewissen Abstand haben. Ich glaube, ja, so könnte das klappen. Hier noch zurückbiegen. So. Und das klebt er jetzt einfach an dem Schlitten hier an der Seite fest. Hier hinten. Schön halten. Und den Rest könnt ihr dann einfach abschneiden. Nun ist der Kleber trocken. Ich habe wirklich richtig viel genommen, weil es ist ja auch ein gewisses Gewicht, was darauf lastet. Diese kleinen süßen Pompons habe ich schon angefangen aufzufädeln mit Nähseide. Wir kommen dann hier dran und das sieht dann aus wie kleine Schneeflocken. Die Lichterkette ist übrigens eine 20er, keine 10er, wie ich festgestellt habe. Ihr solltet die immer vorher testen, wäre ärgerlich, wenn sie dann nicht funktioniert. Die wickle ich also schon mal hier drum. Und als nächstes muss ich mal schauen, ob ich nun Watte nehme oder diese Federn. Ich glaube, die Federn, die werden auch ziemlich schwer. Das wird wohl auf Watte hinauslaufen. Die Lichterkette habe ich jetzt gleich doppelt genommen und hier so locker drum herum gewickelt. Dann geht das nämlich schneller, als wenn er jede einzelne Runde dreht. Ich habe jetzt hier so eine Matte, so eine Schneematte, die man unter den Tannenbaum legen kann. Da habe ich Streifen abgeschnitten. Und wickel das hier einfach so rum. Auch so ganz locker. Locker, flockig. Ein bisschen Heißkleber. So. Und ihr könnt natürlich auch einfach normale Watte nehmen hier. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Das sieht ein bisschen flauschiger aus, ne? Die kann man auch besser hinzuppeln. Und wenn ihr das einmal umgewickelt habt mit der Watte, dann kommen hier die kleinen Pompons rein. Aber da muss ich noch ein paar vorbereiten. Das mache ich gleich mal. So, die Pompons habe ich alle aufgefädelt
und daran befestigt. Und hier beim letzten, da kommt immer noch ein bisschen Kleber ran, sonst rutschen die euch ja wieder runter und das ist ja nicht so der Sinn der Sache. Hier hatte ich noch so Kleinkram mit in der einen Packung, kleine Schneeflöckchen. Die habe ich hier noch mit dran geklebt. Und mal gucken, ein paar Sachen finden sich bestimmt noch. Die Watte, die könnt ihr noch mal so ein bisschen auseinanderziehen. Dann sieht das so richtig schön nach einer kleinen Schneewolke aus. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen. Vielleicht abonniert ihr ja auch meinen Kanal. Dann bis zum nächsten Mal und lasst mal hören, ob ihr das auch so schön gemacht habt und wie es euch gefallen hat. Tschüss, eure Angie.